Jo, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP. Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Street Fighter. Wieder ein bisschen auf die Omme kloppen hier. Und zwar mit Schwarzgold 22. Sehr gut. Und ja, irgend so ein Typ, der ist hier. Ich weiß nicht, wie der hier reingekommen ist, ey. Aber der war irgendwann hier. Egal. Ja, so. Wieder. Kann man 4 Runden machen? Oder 5 Runden? Ja, aber. Ich möchte auch mal einen anderen Charakter nehmen. Und jetzt muss ich wieder starten. Alles klar, dann. Ja, was ist das denn für einer? Ich habe neue Leute hier entdeckt. Ja, den kann ich auch noch. Der kann sich lang machen. Was? Gut. Ja, so, ich habe Goten gelesen. Nimm mal ihn hier. Der ist schon ein bisschen so wie ich, also hau Gadoken. Nee, der sieht schwul aus. Ich bin dafür Trottel genommen. Ja, ich weiß nicht, war das, diesmal sympathischen. War gerade Bruce Lee? Diesmal sympathischen. Der eine sah aus wie ein schwuler Boxer, der andere. Einer sah aus wie Bruce Lee, ey. Nehme ich gleich mal. Boah. Dann gegen KB. Ich finde ja am besten. Jetzt noch mal dein Gyro-Grill-Ding in ein, ne? Gyros? Ja. Ah, ich habe jetzt auch Hunger bekommen vom Gyros. Boah, der kann nur gut sein. Hm. Ich soll erstmal gegen diesen Arsch ankommen. Boah, Ablenkung schon wieder, ey. Ja, auf jeden Fall. Was war das? Die echt am besten, da kannst du sagen, was du willst. Die sieht Hammer aus. Hammer Taktiken, mit der komme ich am besten klar. Die hat den Schwung in der Beine drin. Meine tut voll die Schwerkraft außer Kraft setzen. Ne? Soll er machen, aber gegen die kommt er nicht an. Ich meine, die Amazonen. Was meiner für Geräusche macht mit seinen. Sieht halt aus wie ein Gnomo, Alter. Hätte jetzt mal angucken müssen. Die hat ihn voll in den Ding reingetreten. Okay. Wie kannst du das wagen, ey? Ich mach voll die Science-Fiction-Geräusche, ey. Was ist das denn? Oder so. Ich weiß nicht, die machen auch immer dieses Kamehameha oder was der da macht, diesen Windstoß da raus. Man macht voll Science-Fiction-Geräusche dabei. Wobei. Was? Mach doch mal irgendwas, ey. Wobei. Okay, da glaube ich jetzt nicht. Wie, ey, du hast doch was kaputt gemacht. Hab ich gesehen, da. Sehr gut. Mein Gott. Sehr gut. Die legt sich doch immer hin wie so ein nasser Waschlappen. Sehr gut. Ja, sind die Kämpfe wesentlich ein bisschen nicht so einseitig wie vorher. Hab ich so das Gefühl. Ja klar, wow, was? Okay, ich weiß nicht, ich auch nicht. Nein! Nein! Oh. Endlich, ich hab schon gesagt, ich würde gegen dich verlieren, ey. Das wär echt nicht möglich gewesen, wenn ich gegen dich verliere, ja. Das kann immer noch möglich sein, ey. Mein Gott, muss doch mal in den Defensiven und deine Technik ein bisschen arbeiten, ne? Das ist meine Offensive, eins. Ja. Guck mal, jetzt sind wir die ganzen Sieger auf Null, ne? Kannst du nicht nachweisen, außer durch das Video vielleicht. Ja, das war nicht. Und ich besiegt hab, ey.
Ja, und ich kann fliegen. Einmal habe ich ihn gewonnen, dass mir gar nichts abgezogen, ne? Aber dieser Fettputzing, der sich mal gezockt hat, ne? Und dann, was er mich erinnert hat, an so eine Nachricht aus, irgendwie aus dem, wie heißt das nochmal, aus der Zeitung. Da ist mal so eine Zoowärtin, also die saß im, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, ist schon zu lange her, dass ich die Nachricht da gelesen habe. Aber, Zirkus war Zirkus gewesen. Und auf jeden Fall, der Fahrer fährt da so über einen Hügel rüber. Und die gefährlich fette Frau. Was? Die legt sich durch den Stoß hin auf ein Krokodil und das Krokodil muss sich 3 Stunden lang erbrechen. Die haben gedacht, das Krokodil stirbt. Was? Ja! Hab ich gelesen. Die hat sich auf ein Krokodil draufgesetzt. Ja, die ist vom Stuhl gekippt und auf ein Krokodil drauf. Und das Krokodil musste 3 Stunden lang kotzen. Während die da drauf saß, oder was? Ja, die ist runtergefallen von ihrem Stuhl. Die ist so dick gewesen, die muss so dick gewesen sein. Ja. Und dann irgendwie, da war Zirkus war das gewesen, ja, da muss Zirkus gewesen sein, schon zu lange her. Aber Krokodil ist dann, die haben gedacht, der Krokodil stirbt dadurch. Ja klar. Muss dir mal vorstellen, so eine richtig dicke Oma, ey. Fällt vom Stuhl runter voll auf das Krokodil und der Krokodil legt sich eine halbe Stunde, kurz eine halbe Stunde, 3 Stunden lang. Bis dato haben wir noch nicht mal bewusst, dass ein Krokodil überhaupt kotzen kann. Jawohl. So, jetzt mal wieder hier zurück. Anstatt von Zoowärtinnen oder kotzenden Krokodilen. Boah. Boah. Okay. Guck dir diese Dynamik mal an. Ich will nochmal mit denen, ne? Guck dir diese Dynamik mal von der an. So, wie Amateure. Sehe ich aus wie ein Amateur? Guck dir den an. Bist nicht. Mal. Hey. Oh, Enten. Oh. Der kann es auch nicht fassen bei seinem Gesichtsausdruck, gell? Okay. Wow. So, mal mit irgendjemandem eine Spezialattacke einsetzen können, ey. Ja, auch schon mal ja, auch, ja. Zack. Mach irgendwas, Mann. Du hast sowieso keine Chance. Ja, das hat gesehen, ausweich mein Hörer. Ah. Guck dir den Mann an. Das ist immer Opfer, ey. Okay, nimm mal einen anderen, ne? Ich habe es. Ich auch. So. Ja genau, der Bruce Lee-Typ, wo ist der? Der eine aus dem Bruce Lee, der ist unten eigentlich. Oh, hier war der. Ja. Was zum Teufel? Ja. So. Schon wieder da. Da kämpfen wir doch die ganze Zeit. Guck doch mal die Augenbrauen von denen an, ne? Das sind Blitze. Muss man mal mit einem Rasenmäher darüber gehen, ne? Du kannst mich unmöglich K.O. schlagen. Das ist ja schon mal gut. Ich glaub schon. Sie will ja aus wie Bruce Lee. Ja, das ist... Also ich hab schon die ganze Zeit gedacht, irgendwie der heißt Bruce Lee, ey.
ist ein kleiner Hempel, ist das hilft, was ich meine. Was war das? Hä? Was war das denn? Boah! Was ist das denn? Aus dem Fuß Feuer? Ja klar! Hat der so hart geschissen oder was? Das ist schon aus ein... Mein Gott! Boah! 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 Ha! Nee, das ist unfair! Wie? Unfair! Wie? Mit gesehen. Skateboardfahrende. Ja, klar. Das war. Lacht dir an. Was macht der denn da? Mein Bein, das ist einfach zu lang. Geölte. Fette Kerle. Ja. Geölte Türken. Geölte Türken. Der ist doch Arkan. Oh, wenn ich das jetzt nicht gewinne, ey. So. Siehst du da die drei? Sag mir, was da steht? Für meine Siege. Guck mal, bei dir steht da irgendwas? Nö. Ja, siehst du. Boah! Boah, wie schnell ich auf dich zukomme, ey. Hier habe ich denn diesen Flammenfuß gemacht, ey. Nicht das. Und gewonnen. Ich kann nicht meinen Fuß denn wieder anzünden, ey. Sich doch nicht. Vielleicht gehst du mal ein Benzin oder was? Ich will schon wieder Schwarzfuß spielen, ey. Schwarzfuß, ey. Ja, klar. Wie ein Kätzchen adoptieren, und das hat damit zu tun. Warum willst du ein Kätzchen adoptieren? Willst du mir was sagen? Da, wie habe ich das gemacht? Boah! Mein Gott, immer dieses Feuerzeug hier, ja. Ja, komisch ist, ich weiß sogar, wie du angreifst, ehrlich gesagt. Ey. Aber ich komme dagegen nicht klar, ne? Immer schön in den Hintern in der Kamera. Immer schön posieren hier. So. Jetzt mach ich den Bruce Lee-Modus. Macht er so einen kleinen Tritt, ey, will sie mich verarschen. Ja, das jetzt ist gut. Ich liebe Wasser. Da habe ich gerade die Vase da kaputt gekommen mit dem kleinen Tritt. Ma. Oh, trinkt Wasser, Kinder. Was soll das mit dem Kätzchen, ey? Warum willst du ein Kätzchen adoptieren? Was soll das? Frag Dino! Was hat die mit Kätzchen? Die sieht nicht aus wie ein Kätzchen. Eine Raubkatze. Sieht aus, als würde ein Kätzchen wegtreten, ey. Wie eine Raubkatze sieht die aus. Ich nehme den, der sieht sehr gut aus. Nee, die sieht so aus wie du. Was? The fuck? Was ist das? Ja, der hat auch einen Zopf. Warum machst du das? Der sieht im Innern so aus wie ich. Nee, der sieht wirklich so aus wie du, ey. Die sieht hier wirklich ein bisschen ähnlich. Ist das ein Die oder ne der? Ist das ein Die oder ne der? Boah! Nein! Boah, guck dir mal an! Ich hab deine Schwachstelle wieder. Fette! Ja, sieht man ja. Ich mach keine. Ja, wenn man sich die ansieht, dann kann man ja nachvollziehen. Wie soll ich gegen sowas ankommen? Soll mir mal jemand jetzt erklären hier? Nee, ich hab Bauch. Boah, guck der mal an, ey. Boah! Ey.
Was so? Der hat bestimmt so eine Draufsetzattacke oder irgendwie sowas. Na klar, das haben sie doch immer. Ja, was ist denn Beyblade oder was? Das ist ja ein fetten Schubbel, Mann, Alter. Boink. Boink. Nein. So. Nein! Nein! Da glaube ich jetzt echt nicht. Ich glaube, dein Nemesis ist echt fett, ey. Was? Boah. Dein Nemesis ist echt fett, kann das sein? Was zum Teil? Was war das? Was ist das? Ich habe echt keine Ahnung mehr. Was ist das? Wie habe ich das gemacht? Ich muss wissen, wie ich das gemacht habe. Oh geil, ich mach irgendwas. Boah! Was war das denn, Alter? Was? Ja, du solltest dich schämen, jetzt ist der ganze Fass umgekippt. Ganz Fass hier umgekippt, ey. Ach. Boah. Nee, gegen den Dicke komme ich echt nicht an. Mein Gott, hat der einen langen Text, das lese ich doch nicht vor, ey. Normal. Der macht auch Spaß, ey. Das ist unfair, gegen so einen Dicken zu kämpfen. Wie soll man gegen so was Dickes denn gewinnen? Er ist wunderschön, ey. Boah, ich hab wieder Totenköpfe über dem Kopf, ey. Ja gut. Die Wampe wackelt immer noch. Ja, jetzt nicht mal, schade. Also meine könnte sich hier in eine Viertelstellung begeben und würde in den Bauch reinpassen. Ja gut. Warte. War schon wieder. Kopflos. Ja, gewonnen, wie eine dicke Ding. Wart. Na klar, jetzt halten die Fässer. Ja, nochmal. Ich habe keine Größe und Kraft, ich habe Fett. Das ist viel besser. Ja. Ja, aber das schon gesagt hat. Warte denn? Mach's mal Geschwindigkeit ist gleich Beschleunigung. Ja. Nee, oh. Energie mal Masse gleich Beschleunigung. Das ist doch nicht das Physik, ey. Geh weg damit. Energie mal Masse mal Beschleunigung. Hör auf, eine Formel aufzusagen. Wie kannst du das sagen? Meine Herren. Junge, du hast eine Donut-Figur, ey. Verdammt, das war so knapp. Ich will diese Laserschüsse auf dem Himmel wieder machen. Ja, sehr gut. Oh geil. Okay, geil. Das war voll geplant. Was denkt der dicke Mann eigentlich, wer er ist, ey? Boah, hast du gesehen, wie ich das... Oh, guck mal, wie weit ich mich dehnen... Was ist das denn? Guck mal, wie weit ich mich dehnen kann für das Gewicht, ey. So. Mann! So ein Ding ist aber überraschend beweglich, ey. Mein Wampf ist auch drei Wettertapft, habe ich das Gefühl.
Ich finde, dieser ganze Fett in den Beine reinfließen würde, ey. Ach. Boah. Was? Oh geil. Aber ja, hab ich mir schon gedacht. Hast du schon gedacht? Geh weg von mir. Nein! Doch! Verdammt! Oh, schade. Mir sein Fett hat nicht ausgereicht.